So, und da sind wir bei Super Mario Bros. Mein allererstes NES-Spiel. Damit fing alles bei mir an. Wir starten jetzt auch gleich mal. Mal gucken. Joa, läuft doch ganz sauber. Ich hoffe, dass ich das hier geschissen kriege, weil ganz ehrlich, mit dem Xbox-Controller ist das hier nochmal eine komplett andere Nummer. Ich habe das Spiel original. Ich werde vielleicht jetzt mal hier ein Dings einblenden. Ein Bild, dass ich dieses Spiel wirklich original besitze. Also noch nicht mal hier für einen Anschluss kriegen kann, dass ich das spiele. Weil ich habe ja so Retro-Konsolen hier bei mir rumstehen, weil ich bin ja ein absoluter Fanboy, wenn es um sowas geht. Achso, was hier vielleicht ganz, ganz wichtig ist, ist, die Leute, die wirkliche Speedruns machen mit diesen Spielen, die wollen nicht so ins Ziel kommen wie ich gerade mit dem Feuerwerk und so, sondern die versuchen dieses Feuerwerk zu vermeiden, weil das nimmt ja nur kostbare Zeit. Ich glaube, der Rekord liegt irgendwo bei 5 Minuten. So. Ich will jetzt hier auch keinen hundertprozentigen Speedrun machen. Alles, was ich machen möchte, ist schnell durch das Spiel kommen. Außerdem bin ich nicht so schlecht für Speedrun. Ich liebe dieses Spiel einfach nur, weil man es immer mal wieder rausholen kann. Oh, was soll denn der Scheiß? Warum ist denn jetzt... Oh, nein. Na, geht doch. Dachte schon. Ein paar Leben nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich versuche als Feuer-Mario, hier Feuer-Mario, versuche ich in die letzte Stage zu kommen, weil es dann einfach leichter ist. Weil, ich habe eigentlich nie Probleme, bis in 8-3 zu kommen. Aber 8-3 mit diesen Hammerbrüdern, ey, das ist die Hölle. Das ist echt die Hölle. Diese Hammerbrüder, oh, die gehen gar nicht, ne? Die gehen überhaupt nicht. Ja, wunderbar, auch gut rübergekommen. Wir haben sogar mal vor gar nicht allzu langer Zeit, ich weiß gar nicht, ob es mein letzter Geburtstag war oder so, abends haben wir einfach Mario gespielt. Haben wir die Wii angeschmissen und haben dann, bei WiiWare habe ich diese alten Mario-Teile drinne und dann haben wir einfach um die Wette gespielt, wer schneller irgendwie zum Ende kommen kann. Ich hoffe, dass ich ohne mich zu blamieren hier auch ins letzte Level ganz, ganz schnell komme. Es ist echt merkwürdig mit dem Controller, ey, ohne Scheiß. Ich will ein NES-Pad. Gibt's Konnektivität NES-Pad zu PC? Das wäre schön. Na, jetzt will leider nichts löschen. Dann machen wir die Billignummer und gehen von hier hinten rein. Oh, alles ganz... Und dieser Sound, ey, das ist so großartig. So, jetzt sind wir schon in Stage 8.1. Hier unten gibt es auch ein verstecktes Leben. Also da, wo dieser Schwarze da rumrennt. Aber es ist immer zu heikel. Ich weiß auch nicht. Wenn ich da jetzt versucht hätte, das Leben zu kriegen, wäre ich sicher drauf gegangen. Komm, da, aber der stirbt ab. So, Stern natürlich mitnehmen. Und beim Stern gibt es hier ein gutes Anzeichen in dem Level, wenn du gelaufen bist, dann kommst du genau bis zu so einem schwarzen Panzertypen. Und zwar der hier hinter. Oh, wenn du den noch mitnehmen kannst, bist du gut in der Zeit. So, meistens verkacke ich es hier. Also hier nochmal ganz easy. Na, geht doch. Oh. Huhuhu. Ganz schwitzige Finger. Wollen wir mal hier so ein Safe Step machen? Machen wir mal ein Safe Step. Oh, geht ja schon weiter. Ich habe gerade auf mein Mikrofon geguckt, ob es überhaupt an ist. Komm her, Junge. Ah, ich glaube, der
eh nur am Anfang. Danach ist das voll egal. Ja, jetzt haut er schon ab. Er ist also wirklich... Boah, Piepe! Ach, ich hasse diese Achterlevel. So, und hier verkackt man halt auch total gerne an dieser Stelle. Wollen wir mal lieber... Ach, scheißegal. Schaff mal so. Ja. Yeah. Doch, hier geht's rein. Die Münzen nehmen wir hier mit, weil vielleicht kriegen wir ja noch ein Leben, wenn wir die 100 zusammen haben. So, mal zwischendurch safe-steppen. Weiter geht's in der Lackatur. Oh, oh Gott. Ast rein, Ast rein, Ast rein. Mann, 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 Mann. Okay, 8-3. 8-3 ist zum Kotzen. Ich versuch's mal, wie ich sonst gespielt habe. Ohne, also normalerweise schaffe ich es kaum mit dem Feuer Mario hierher zu kommen. Ich warte, dass die Blume runtergeht, dann springe ich hoch. Weil man da am meisten Ausweichmöglichkeiten hat. Versuchen wir jetzt hier gleich nochmal. So, Kanone weg. So, hier ist genau dasselbe. Und nochmal. Ah, jetzt habe ich Feuer Mario benutzt. Und hier bin ich mal der Dings hinterher gelaufen, der Schildkröte. Oh, verdammt. Egal, wir sind durch. Wir sind durch. So, wenn ich jetzt drauf gehe, dann tut es mir leid. Ich weiß auch gar nicht, wie lange dieses Ding jetzt hier schon läuft. Wie lange ich jetzt unterwegs bin. 6-7 Minuten vielleicht? 8? Keine Ahnung. Also ich mache hier auch keinen Speedrun. Ich kann auch keinen Speedrun, habe ich am Anfang schon erklärt. Das ist immer meine Ausgangsposition. Ich bin immer der kleine Mario. Das Schöne ist, meine Mutter sagt auch nicht Super Mario Bros. Meine Mutter sagt immer, oh, ich will mal wieder eine Runde kleiner Mario spielen. Wahrscheinlich weiß sie gar nicht, dass man mit dem Pilz groß werden kann. So, hier im Schloss ist es ganz wichtig, dass man den Weg kennt. Weil ohne, dass man den Weg kennt, kommt man nicht zum Ziel. Oh, verdammt! Beziehungsweise muss man diesen Weg relativ krass auswendig lernen. Man muss nämlich in jede Röhre rein, mal ein bisschen tüfteln, welche Röhre die richtige ist. Na, wenn ich jetzt... Ach, hier kann ich kloppen. So, und jetzt seht ihr nämlich, es wiederholt sich, wenn ich in eine falsche Röhre gehe. Deswegen, ich hoffe, ich habe den ganzen Weg auch noch im Kopf. Ich weiß, hier oben rein, dann da, wo ich eben gestorben bin, verdammte Scheiße. Hier nämlich. So, hau ab. Na, dann hier hoch. Jetzt muss ich scharf überlegen, welche Röhre die nächste ist. Ich glaube schon fast, es ist die. Nach dem Feuer. Ja. Abwarten, abwarten, abwarten. Yes! Yes! Da geht er down, da geht er down. Thank you, Mario. Your quest is over. We present you a new quest. Push the button, pay to select a word. So. Der Unterschied ist, wenn man es jetzt durch hat, seht ihr gleich hier am Anfang, das zeige ich euch noch. Es gibt keine Goombas mehr, sondern diese komischen schwarzen Viecher, von denen ich gerade nicht den Namen weiß. Die rennen jetzt hier rum.
Und da habe ich es mal halt geschafft, komplett als kleiner Luther Mario hier warm durch die komplette Gegend zu laufen. Und das komplette, ja, die komplette neue Klasse. Im Grunde komplett das gleiche Spiel nochmal zu spielen, nur mit diesen schwereren Viechern, ohne ein Leben zu verlieren. Aber ich glaube, das mache ich jetzt nicht. Nein, ich habe es euch nur nochmal gezeigt. So Leute, Super Mario Bros. Mein absolutes, ja, wenn jemand fragen würde, mein absolutes Lieblingsspiel. Weil damit alles begann bei mir. Boah, ich kann eigentlich gar nicht das Pad gerade aus der Hand legen. Jetzt nochmal diese neue Herausforderung. Soll ich nochmal die neue Herausforderung spielen, dass ich krepiere? Dann nehmen wir doch nochmal einen Pilz. Oh, das hat sich gelohnt. Oh, da bin ich tot. Da geht er down. Wunderbar. Nein, Leute, das war's. Super Mario, mein kleines Mini-Abonnenten-Special. Ich sterbe. Nein. Mein Mini-Abonnenten-Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen, einfach mal einen Oldschool-Titel zu sehen. Mein allererstes Spiel. Ich liebe es immer noch. Und ich hoffe, ihr könnt die gleiche Faszination vielleicht dafür teilen. Ich weiß es nicht. In diesem Sinne, Leute, haut rein und bis denne.